Ich weiß, dass eine Mega Neon Frostfurie heftig im Rating ist. Ey, das ist mal ein Angebot. Das nenne ich ein Angebot. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, ihr habt's richtig gelesen. Und zwar dreht es sich, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, um meinen Papagei. Und den Papagei werde ich heute nicht versuchen zu traden, aber... Oh doch, was erzähle ich? Doch, klar. Ich werde heute meinen Papagei traden. Es sei denn, wir kriegen kein gutes Angebot rein. Aber der Papagei wird heute zum Trade stehen. So, warte mal. Da kommt er rein. Papagei, wo ist der? Mein Zoppets. Papagei, wir haben das Ganze schon mal gemacht, aber wir machen das jetzt nochmal und hoffen einfach, dass vielleicht hier ein paar gute Trades jetzt reinkommen werden. Delfin, okay, Delfin Rides. Ja, eine goldene Goldmakrele. Ist okay, ist fair. Ochse, ja, ja, ist fair. Perserkatze ist fair. So, wir machen erstmal hier meine Interactions an, weil ich habe ja Handel aus. Jeder. So, wir warten jetzt mal. So, wir reiten mal auf meinen Papagei, damit auch die Leute sehen, dass ich einen habe. Ich glaube, mein Stand steht nicht so gut. Ich glaube, der steht hier besser tatsächlich. So. Jetzt warte ich einfach mit dem Papagei hier und ich hoffe einfach, dass die Leute mir Trades anbieten. Was, Trades anbieten? Nee, dass die Leute mich antraden. Tun die auch. Ja. Goldener Drache, Narwal, Schneepuma, Hydra. Ich lehne direkt ab, Freunde. Also, dafür sollte ich Minimum 10 Neon-Pets Legendary bekommen. Also Minimum. Da gibt es keine Diskussion. So, Frostfurie sieht schon besser aus, aber mit dem Zugang geht es weiter. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ja, die Person schreibt, komm, wir warten mal. It doesn't have to be Parrots. Ich schreibe mal rein, what you're looking for, weil Frostfurie, ich sag Frostdrache, Frostfurie ist natürlich cool. Aber was möchte denn die Person für die Frostfurie? Ja, aber ich bin jetzt nicht hier, um eine Frostfurie zu traden, aber gut. Komm. Wir gucken mal. Kamel? Ich lehne ab. Alles gut. Wieder dieselbe Person, wir lehnen ab. Komm, wir warten jetzt mal. Vielleicht, jo, okay, hier kommt eine neue Person, die uns einen Trade gibt. Oh, ein Flyride Panda, ja, sieht schon besser aus. Klassisches amerikanisches Auto. Ja, und dann Wolken, Regenbogen, Rassel, Raschel. Ich hab's gesagt, das heißt Raschel, ne? Ja, nee, das wird nichts. Warum? Oh, hier ist ein Frostdrache. Okay. Lass uns mal den Handel zuschauen. Was wird denn hier getradet? Lass uns mal schauen. Oh, Trade schon vorbei. Ja, nee, anscheinend ist der Server nicht so voll, dass sie begeistert sind von meinem Papagei. Das heißt, ich suche mir einen neuen Server. So, neuer Server. Ihr wisst es, neues Glück. Gegenstand wählen, es ist der Papagei. Den haben wir draußen, den Papagei. Und wir reiten mal auf den Papagei und wir warten jetzt mal. Jetzt warten wir entspannt, ob ein, zwei Personen kommen und einen guten Trade für uns haben. So, erstes Angebot, wir schauen jetzt mal. Papagei rein und wir kriegen Albino-Gorilla. Albino-Gorilla ist gar nicht mal so schlecht, aber ein Luna-Ochse danach ist nicht so gut. Okay, also ein Luna-Ochse danach ist nicht so gut. Direkt mit einem extrem seltenen Pet und die Person klickt auf Annehmen. Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist doch nicht fair. Das sollten noch viele mal verstehen. So, warte mal. Schreib mal rein. So, vielleicht meldet sich jetzt jemand. Ich habe geschrieben Trading Parrot. Papagei? Mal gucken. Mal gucken, ob es was wird. Mega Neon Frostfurie. Das ist krass. Ich weiß, dass eine Mega Neon Frostfurie heftig im Rating ist. Neon Cerberus Ancient Dragon. Boah, das ist schon ein krasser Trade, ne? Und dann noch ein Neon Schwarzer Panzer. Ich schreibe mal rein. Nice Offer. Royal Palace Spanien. Ich habe geschrieben, dass es ein cooles Angebot ist, aber nicht das, wonach ich suche. Danke. Ist nicht schlecht. Endlich mal ein vernünftiges Angebot. So, wir gucken mal. Die Person hat geschrieben, kann ich offern? Ist mein Dreampad ja? I will give you all my inventory thoughts. Okay. Dann lass uns mal schauen, was dein gesamtes Inventar ist. Ich hoffe, es beginnt mit Legendary Pets und nicht was anderem. So. Dreampads, my offer. Gift for Elicorn. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, die Person hat nicht so viel. Neon Schneeule, ja. Neon Phoenix ist cool. Schwein ist cool, ja. Aber, nee. Guck mal, jetzt schon Neon Flyride Rentier, was selten ist. Ich glaube, er wird leider nicht da rankommen. Neon Kriosphinx, Neon Drache, Neon Goldhorn, Flyride Frostfurie. Aber das Angebot ist nicht so schlecht. Guck mal, mit einem Schildkröte habe ich ja übersehen. Also so schlecht ist das Angebot gar nicht. Frostfurie? Ey, das Angebot ist gut. Ich habe jetzt geschrieben, no thank you, aber das Angebot ist nicht schlecht.
Da sind viele, viele Legendary Pets dabei. Einige davon sind Neon. Klar, die Neon-Pets muss man sagen, Bienenkönigin oder Bienenkönig und Phönix, Rentier, Goldhorn sind jetzt nicht die besten. Also Phönix schon, aber den kriegst du halt häufiger. Das ist 78 und 11. Ja, er hat geschrieben, das ist 78 und meins ist nur 74. Aber tut mir leid, will ich halt nicht. Ich will jetzt keinen Schwertfisch. Ich brauche jetzt auch keine Jule, Lockhund. Ich brauche jetzt auch keinen Schokolade. Also er hat sie halt aufgefüllt, versteht ihr? Und ich bin nicht so jemand, dass ich sage so, okay, Rating passt mit vielen aufgefüllten Pets. Und dementsprechend nehme ich es an, das ist jetzt nicht meins. Mega Neon Einhorn, heftig. Neon Flyride Dodo, Bienenkönig, Bienenkönigin in Neon, Flyride Ninja Affe oder Ninja Affe in Neon, Neon Flyride High, Neon Kitsune, Mega Neon Zicklein. Ey, das ist mal ein Angebot, das nenne ich ein Angebot. Dieses Angebot 10 von 10, wirklich. Falls, ich habe es jetzt nicht berechnet, kann jemand mal das Angebot in Elvebred eingeben und mir dann in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte das wären, weil das Angebot war gerade richtig, richtig, richtig heftig. Also wirklich heftig. Deswegen bin ich mal gespannt, was das war gerade. Also war nicht schon ohne. Aber beim Papagei war es mir auch klar, dass da vernünftige Angebote reinkommen müssen, weil sonst wäre ich verwundert. Versteht ihr? Dann wäre ich jetzt so verwundert, wenn da jetzt noch irgendwie Scam-Anrufe kommen. Oh mein Gott, no way, Parrot. Axolotl Ride? Ride Potion. Tut mir leid, ich muss ablehnen, weil wenn schon eine Heil-Potion reinkommt, dann muss ich ablehnen. Neon Chimäre Ride? Oh, gutes Angebot. Neon Ride Chimäre, Polarfuchs Neon, Yeti Neon, Marienkäfer Neon. Okay, ah, ich merke, er hat doch, die Person hat doch aufgefüllt. Also die ersten Pets sahen gut aus, aber jetzt seht ihr es gerade. Da kommen zwar Legendary Pets rein, aber lehne ich ab. Ich lehne es ab, weil da kam jetzt, ja, viele Sachen, die aufgefüllt wurden. Warum stellt sich eine Person genau vor meinem Papagei? Gönnt ihr mir nicht, dass ich einen Papagei traden möchte? Ich würde sagen, Freunde, wir versuchen jetzt mal auf den letzten Server noch Angebote reinzubekommen. So, jetzt sind wir endlich auf den neuen Server. Hat aber auch lange gedauert, jetzt auf den Server zu kommen. 2-3 Minuten, also wenn nicht sogar länger. Weil es ist viel, ey. Da haben wir unseren Papagei. So, wir gehen jetzt mal auf unseren... Da habe ich auch schon die erste Anfrage bekommen. Das ist doch super. Ein Neon-Albino auf einem Neon-Känguru. Sieht nicht schlecht aus, aber das war es jetzt nicht, oder? Doch, das war's. Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir hier nicht. Warum sind denn die ganzen Leute in der Mitte? Warum sind die ganzen Leute in der Mitte? Also in der Mitte so zusammen, versteht ihr, Freunde? Weil so kann man doch nicht sehen, wer was tradet. So ein Flyride-Schildkröte, Ride-Phoenix und da kommt schon ein rotes Eichhörnchen. Extrem selten so ablehnen direkt, Freunde. Das macht leider keinen Sinn. Also ich will jetzt auch nicht arrogant oder so klingen, weil aber es macht halt dann wenig Sinn. Boah, eine Giraffe. Tendenziell müsste ich, glaube ich, eigentlich... Freunde, komm, wir reden mal ein bisschen Real Talk. Tendenziell müsste ich ja eigentlich mein Papagei wegtraden, damit ich halt an eine Giraffe komme. Weil die fehlt mir ja noch in meinem Repertoire oder meiner Sammlung, eher gesagt, sagen wir es mal so. Aber Giraffe ist hier auf Platz 3, meine ich. Und den Bad Dragon brauchen wir auch noch. Das heißt, wir brauchen eigentlich noch, diese zwei Pets. Also Fledermausdrache, Platz 2 und Platz 3 Pet, die Giraffe. Die brauchen wir noch einmal im Inventar, also immerhin im Inventar. Das heißt, ich muss mir so langsam Gedanken machen und versuchen, an die Giraffe zu kommen. Ich glaube, das ist das Nächste, was ich mir als Ziel auf die Karte oder auf meine Notizen setze. Oh, aber jetzt kommen wir zum Angebot. Neon Hai, Corn Doggo, Diamantdrache, Mega Neon Brachiosaurus, Mega Neon Ameise. Aber beides nur gewöhnlich. Nee, nee, lehnen wir direkt ab. Lehnen wir direkt ab. Das ist, das macht keinen Sinn. Also so, jetzt haben wir den Stand mal hier hingepackt und warten jetzt noch mal ein Momentchen. Aber irgendwie interessieren die Leute sich nicht für meinen Papagei. Wir haben doch jetzt noch Zeit. So, da hat uns jemand eine Anfrage geschickt. So, wir nehmen erstmal die Anfrage an. Und ich gehe zeitgleich schon auf Elvebred. So. Lasst uns doch mal schauen, was wir so krasses im Moment haben. So, wir haben den Papagei, aber den lodernden Löwen werde ich niemals traden. Das, den habe ich gezogen, den werde ich niemals traden. So, wir werden jetzt mal versuchen. Oh, warum geht das denn jetzt nicht? Mit dem Papagei und anderen Pets an eine Giraffe zu kommen. So, Papagei Flyride hat 74 Punkte. Nee, Flyride muss ich ja machen. Flyride hat 74 Punkte und eine Giraffe, sagen wir mal, auch Flyride, hat 163 Punkte. Weil die meisten Giraffen wird es halt wahrscheinlich nur noch in Flyride geben. So, wir gucken jetzt mal, was für
Pets wir noch haben, die wir wegtraden könnten und die einen hohen Wert haben. So Dalmatiner. Dalmatiner, was ist der bei mir? Der ist nur Rights. Okay. Der bringt, jetzt sind wir bei 90,5. So, die Person, ja. Das Angebot ist jetzt nicht meins, würde ich sagen. Also Neon Goat haben wir, aber das macht jetzt nicht so viel Sinn. Okay, komm Freunde, wir gucken jetzt mal, was für Pets wir noch haben. So. Welches Pet? Guck mal hier. Mega Neon Koch Gorilla. Der ist ja ein Mega Neon. So. So, wir lehnen mal kurz ab. So, der ist aber nicht right. Das heißt, der ist nur normal. Das ist schon sehr, sehr gut. Okay. Jetzt sind wir auf 99 Punkte. Das heißt, wir gucken jetzt nochmal weiter. Ich würde eigentlich ungern die Hydra abgeben, aber wir tun es mal trotzdem rein. 105 Punkte. Lamm, oh nee, Lamm will ich nicht abgeben. An dem hänge ich zu sehr, bin ich euch ehrlich. Elasmosaurus könnten wir abgeben. Jetzt auf einmal kommen Angebote rein, oder wie kommen wir? Nehmen jetzt ein Angebot an, weil wir müssen ja auch schauen, dass wir noch Angebote reinbekommen. Aber ich mache das parallel gerade. So Neon, Flyride, Känguru, Schildkröte, Dodo. Ja gut, da hatte ich, nee, lehne ich direkt ab. Da hatte ich bessere Angebote schon davor. Känguru könnte ich doch theoretisch noch reinmachen. Warte mal, wo habe ich denn das Känguru? Känguru war jetzt Flyride, ne? Aber das ist schon nicht ohne. Was ich alles hergeben muss, Freunde. Also, wenn ihr es gerade sehen könntet. Ich werde es euch gleich zeigen, aber das ist echt nicht ohne. Vampirdrache, oh, Elefant. Das ist eigentlich ein nettes Angebot, aber auch hier muss ich ablehnen, leider. So, warte. Jetzt machen wir es mal so. Ich würde sagen, die Challenge ist jetzt beendet und wir machen mal das Trade weg. Und wir gucken jetzt mal. Papagei Flyride. Dalmatina Ride. Mega Neon Koch Gorilla. Mega Neon Flyride Hydra. Mega Neon Elasmosaurus, glaube ich. Känguru Flyride. Rennkuckuck in Mega Neon, Geist in Mega Neon, Axolotl in Neon Flyrides, Chimäre in Neon Flyrides, Octopus in Neon, Krähe in Neon, also diese, wie nennt man die, Vogelscheuchenkrähe, Vulkanason in Neon und gestreiftes Eck in Neon. Das müsste ich alles hergeben für eine Giraffe. Ich bin da ehrlich zu euch, ich würde es sogar machen, weil ich muss diese Giraffe in meinem Inventar einmal haben. Weil dann kann ich erst sagen, ich habe Adopt Me fast durchgespielt. Aber dann muss ich erstmal dann, also da muss ich ja noch an den Fledermausdrache rankommen. Wir gucken mal rein, was die Fledermausdrache für ein Rating hat. Eigentlich muss ich versuchen, direkt an die Fledermausdrache zu kommen, weil dann komme ich ja leichter an eine Giraffe als, oh, 285 Punkte. Oh, was ist das? Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.